Ja, liebe Leute, willkommen zurück hier auf dem Kanal. Fabi hier und heute in einer anderen Situation, als wir es das letzte Mal hatten. Das letzte Mal hatten wir noch schönes Wetter, Sonnenschein und heute ebenfalls schönes Wetter, nur Schneelage. Ich schätze, wir haben eine 30 bis 40 cm dicke Schneeschicht und ob man hier überhaupt etwas finden kann bei solchen Bedingungen, das sehen wir in dem Video. Also, let's go! Ich wollte heute bei dem Wetter die Gelegenheit nützen, dass ich mal ein paar Basic-Informationen über Winterpilze bzw. Pilzen erzähle und euch ein bisschen näher bringe. Und da ist ganz wichtig zu verstehen, dass es verschiedenste Gattungen gibt. Das geht von Pilzen, die man hier im Wald findet, bis hin zu Pilzen, die sogar den eigenen Körper befallen können. Also die Artenvielfalt ist extrem bei Pilzen und extrem spannend zum anderen. Und wir bleiben jetzt mal bei den Pilzen, die man hier im Wald findet und die wir eventuell auch für unsere Speisezwecke nutzen können. Und da ist wichtig, dass man versteht, dass es verschiedene Lebensweisen der Pilze gibt. Ich treffe jetzt drei Unterteilungen. Theoretisch kann man das noch detaillierter unterteilen, aber wir bleiben jetzt bei den dreien. Zum einen die Mykorrhiza-Pilze, zum anderen die Saprobionten und drittens die Parasiten. Ich starte mal bei den Mykorrhiza-Pilzen. Bei den Mykorrhiza-Pilzen ist es so, dass Mykorrhiza aus den Altgriechischen kommt und für Pilz und Wurzel steht. Das heißt, Pilze bilden mit den Wurzeln von Pflanzen, beziehungsweise hier jetzt Bäumen, eine Symbiose. Symbiose heißt, das heißt, sie leben gemeinsam in einer Gemeinschaft und können vom jeweils anderen profitieren. Das schaut jetzt bei Pilzen und Bäumen so aus, dass sie unterirdisch also der Baum, die Wurzel des Baums mit dem Myzel des Pilzes. Das Myzel des Pilzes ist der eigentliche Pilz, der unter der Erde wächst. Der Pilz, den man dann an der Oberfläche sieht, ist der Fruchtkörper. Also dieses Myzel bildet mit den Wurzeln des Baums eine Verbindung und sie können dann gemeinsam Nährstoffe austauschen und so voneinander profitieren und beide besser wachsen. Also extrem spannendes Thema. Dazu zählt zum einen ein Steinpilz zum Beispiel oder ein Eierschwammerl, für die deutschen Zuseher der Pfifferling. Das ist die eine Lebensweise der Pilze. Zweitens der Saprobiont. Der Saprobiont ist der, den wir jetzt im Winter suchen. Der Saprobiont lebt von toten Materialien, wie eben Totholz, toten Baumstämmen, kann auch zum Beispiel toten Fichtenzapfen zum Beispiel auch wachsen. Da gibt es auch spezielle Pilze, die nur dem befallen. Also auch ganz spannend. Beim Saprobionten ist es so, das sind die Pilze, die man auch gut kultivieren kann und die wir dann aus dem Supermarkt kennen. Und dazu zählt, wie ihr euch jetzt vorstellen könnt, der Austernseitling, den man auch im Supermarkt bekommt. Zum anderen der klassische Champignon oder jetzt im Winter ein bisschen spezifischer, was wir hier suchen, einen gemeinen Sandfußrübling oder das Judasohr. Also ganz spannende Pilze und für mich sehr faszinierend eben im Winter und deswegen ist es auch für mich spannend, jetzt noch rauszugehen. Und drittens gehört jetzt auch noch erwähnt, die Parasiten. Parasit wäre zum Beispiel der Birkenporling, der noch die Birke, also die lebendige Birke, in einem abgeschwächten Zustand befallen kann und sich dann weiter von der toten Birke ernährt. Also sprich, als erst ist er ein Parasit und lebt dann weiter als Saprobiont. Also auch ganz spannend. Aber dazu in der Zukunft mehr, weil da kann ich noch lange drüber reden. Aber jetzt mal kurz gehalten und in den nächsten Videos mehr. Ich
bin jetzt bei einer abgestorbenen Buche hier und was jetzt in der Suche bei den Witterungsbedingungen vorteilhaft wäre, dass die Außenseitlinge am Stamm entlang wachsen können und wir die trotz Schneelage uneingeschränkt sehen könnten, was eben bei den Stämmen, die am Boden liegen, problematisch ist, weil sie eben mit Schnee bedeckt sind und die Suche eindeutig erschweren. Also das wäre ein Tipp. Mal schauen, ob es für mich persönlich heute aufgeht, ob ich da noch was finde. Also schauen wir jetzt einfach weiter. Wie ich vorhin gesagt habe, ist gerade bei stehenden, abgestorbenen Stämmen die Chance groß, dass wir was finden. In dem Fall habe ich jetzt ein paar Zundschwämme gefunden und ich habe einen kleinen Besen mitgebracht. Wenn die jetzt noch stark mit Schnee bedeckt wären, könnte man sie freimachen für die bessere Identifizierung, beziehungsweise wenn wir es dann pflücken wollen. Nur bei denen kommt das für uns jetzt nicht in Frage. Ich weiß von den Zundschwämmen, dass man sie zu Tee zum Beispiel verarbeiten kann oder generell als Würzmittel, weil die anscheinend einen sehr würzigen Geschmack haben. Oder drittens, man kann auch Fasern draus machen und Kleidung damit dann herstellen. Aber da mit dem Thema kenne ich mich nicht so gut aus. Also, passt. Jetzt haben wir mal erledigt. Interessant fürs Auge. Und schauen wir mal weiter. Vielleicht tut sich ja echt noch was im Wald. Zurück zu dem Thema, was ich angesprochen habe, in Bezug auf diese großen stehenden Stämme, eben die großen abgestorbenen stehenden Stämme, wo wir noch relativ gute Chancen haben, dass wir eigentlich was finden können. Aber jetzt bin ich da bei abgestorbenen Liegenden, also es gibt genug von denen im Wald, nur wie ihr gleich sehen werdet, ist die Chance äußerst gering, weil die Schneelage ist, ja, ich schätze fast 30 cm, vielleicht. Na, es kommt auf alle Fälle, glaube ich, wirklich hin mit den 30 cm da im Wald. Also die Chancen sind nicht groß. Ich muss aber sagen, ich genieße das wirklich, dass ich hier bin. Und wenn ich mir nicht vorgenommen hätte, das Video heute zu machen, wäre ich wahrscheinlich auch nicht da. Also ich bin wirklich froh, dass ich da bin, das genieße. Ja klar, es ist jetzt nicht mega warm, aber das ist egal. Ich freue mich dann auch, wenn ich nach Hause komme, mich duschen kann. Und dann ist wieder alles gut. Aber zurück zu dem Thema. Ich habe wieder unseren Besen. Und schauen wir uns das einfach einmal an. Ich tue das einmal abkehren für euch. Und ja, ich glaube, ich habe gerade 30 cm gesagt. Ich glaube, das sind fast noch mehr, 40 cm oder so. Also man kann sehr lange im Wald stehen, die Bäume abkehren und nach Pilzen suchen. Das ist ja auch okay. Aber gerade dann vielleicht gerade die Stämme anschauen, wo man das Gefühl hat, da kann noch eher was direkt auf den ersten Blick sichtbar sein. Als ich gerade den Berg runter bin, beziehungsweise runter gestolpert bin, bin ich über den Baumstamm rüber, das ist eine große Buche, und habe ein paar Drameten gesehen, habe dann mit dem Besen das bisschen frei gemacht und scheint da alles voll zu sein. Was kann man noch zu denen sagen? Das sind einjährige Porlinge, die grundsätzlich ungenießbar sind, also für die normale Pilzpfanne sind sie nichts. Aber sie haben Anklang in der traditionellen chinesischen Medizin. Über das ganze Thema wollte ich in der Zukunft auch noch ein Video machen. Ich wollte mich in die Studien noch ein bisschen einlesen und dann mehr darüber erzählen, weil ich bin, was sowas angeht, immer ein bisschen skeptisch und ich will da immer ein bisschen die Datenlage, die Studien sehen und dann will ich euch mehr darüber erzählen. Zu dem Pilz an sich, er wird getrocknet, wird dann fein gehäckselt bzw. gemahlen oder ganz klein geschnitten und dann mit Tee, also mit Wasser aufgekocht und zu einem Tee verarbeitet und da wird dann der Sud getrunken und das kann eben Krankheiten vorbeugen oder eben auch in Akutsituationen, sprich Erkältungen, Heilung verschaffen. Das ist die Theorie von dem Ganzen, aber in der Zukunft wird es noch ein Video geben und ja,
Ich schau mal weiter und stolper jetzt weiter durch den Wald. So, liebe Leute, ich beende das Video heute dort, wo ich jetzt begonnen habe. Abschließend zu der ganzen Tour heute. Es war jetzt keine echte Pilztour, weil es war für mich jetzt eher eine Schneewanderung und ich war auch im Dickicht und so weiter unterwegs. Mir hat es mega Spaß gemacht und ich kann nur euch da draußen sagen, nützt die Zeit, die ihr abseits von eurem Alltag habt, um ein bisschen in die Natur zu kommen, die Natur mit Respekt zu behandeln, aber euch diese Zeit nehmt, dass ihr ein bisschen einen freien Kopf bekommt, das tut, glaube ich, wirklich jeden gut. Das kann ich am Ende sagen. Ich freue mich über Kommentare unter dem Video, Vorschläge, Anregungen, Kritik, was auch immer, was ihr auch gerne sagen wollt. Schreibt es gerne rein. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal. Würde mich sehr freuen, der ganze Support, der von euch kommt. Und von dem her, bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal, ich verspreche es euch, das nächste Mal schaue ich in die Au. Das habe ich vor und mit den Worten verabschiede ich mich. Also macht es gut und wir sehen uns.